Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier im Reiche der Bavandit. Wir sind immer noch der gute alte Zartosch der Zweite Farfassade und haben jetzt endlich seit einiger Zeit, das ist noch nicht gar nicht so lange her, jetzt hier uns Bagdad als unsere neue Hauptheimat gesichert und bauen das gerade eben auch noch fröhlich aus. Und wir hoffen natürlich auch darauf, oh, Kleinvieh macht auch Mist, das schauen wir uns gleich mal an. Ich wollte bloß gerade eben noch sagen, wir hoffen natürlich auch darauf, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass wir dann auch sowas wie Burs bekommen. Festungsmauern können wir ja auch schon ausbauen. Das heißt, wir können in absehbarer Zeit wahrscheinlich nochmal ein paar Entwicklungen durchführen, die unsere Situation auch mit etwas kleinerem Lebensraum für unseren Herrscher verbessern. Aber zunächst einmal, Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind. Aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Okay, wir könnten also jetzt hier in Bagdad eine Viehherde machen, dann bekommen wir mehr Entwicklung. Oder eine wirklich schöne Herde könnte noch größer sein. Eine große Viehherde. Ich nehme die Entwicklung hier auf jeden Fall mit, ich versuche es. Komm, wir versuchen es, 78%. Jawohl, wir haben große Viehherde in Bagdad bekommen. Sehr, sehr nice. Warte mal, wir schauen uns das gerade eben mal an. Genau, also wir haben jetzt schon eine Entwicklung von 30 und die Entwicklung hier geht natürlich noch weiter. Wir können natürlich die Entwicklung noch weiter versuchen anzukurbeln, indem wir jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes hier die Entwicklung fördern. Das reduziert die Kosten für Gebäude und wir machen nochmal... erhöht pro Hausmitglied mit Landbesitz... Die Kosten auch nochmal. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Also, es könnte die Gebäude hier relativ günstig werden lassen. So, aber zurück jetzt hier nochmal nach Bagdad selber. Burg Stufe 2 würde halt. Horden. Ach, Horden brauche ich. Moment. Was ist denn das wieder für eine Hürde, diese Horden? Nee. Okay, vergiss es. Wir haben hier schon Stufe 2, wie ich gerade eben realisiere. Hier haben wir das noch nicht. Ja, ich könnte das hier tatsächlich dann noch verbessern. Ja gut, erstmal alles zu seiner Zeit, Leute. Was ich aber auch noch machen möchte, ist jetzt mal wieder Hof halten. Schauen wir mal, was das Volk so zu sagen hat. Oh, eine Inspiration für... weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nee, das lassen wir mal sein. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass was Gutes bei rauskommt. Wir halten Hof. Was hat das Volk denn für Sorgen? Grenzunruhen angeblich. Okay, der nächste Bittsteller, oder der erste Bittsteller besser gesagt, ist offensichtlich fremd an unserem Hofe. Zumindest habe ich ihn zuvor noch nie gesehen. Und die Blicke von Ratsmarschall Ruhola ruhen ebenfalls auf ihm, seit er meinen Hof betreten hat. Mein Fürst, ich bin gekommen, um zu erklären, dass das Volk von Marspanat von Lori sich weigert, die Steuern zu zahlen, die ihr von uns erhoben habt. In den Vergangenheiten wurde unserem Land und unserem Volk Rechte und Privilegien gewährt, die ihr in letzter Zeit missachtet habt. Wir bitten euch, unser Anliegen gerecht zu behandeln. Sonst... Sonst was? Will er mich drohen oder was? Werft ihn in den Kerker und dann zerschlagt den Pöbel, könnte ich machen. Wir sind tapfer, also wir lassen uns, also wir sind gerecht, gesellig und tapfer. Also wir lassen uns definitiv nicht drohen, aber wir sind auch gerecht. Wir können auch machen, lock die Rädelsführer in den Hinterhalt oder... Ich bin bereit, mich euch anzuhören, Diogenes. Habe ich die Chance auf meisterhafter Verhandlungsführer? Ein Akzeptanzbonus von plus 20 und das nächste Mal einen anderen Charakter bittet, sein Vasall zu werden. Das ist interessant. Oder wir haben eine laufende Steuerrevolte, was doof wäre. Ich könnte aber auch einfach sagen, klingt für mich so, als würde ihr einige Satzungen falsch auslegen. Steuer. Oh. Boah, das ist ja mega gut. Eine Verwaltungsherausforderung. 74%. Komm, wir versuchen das. Ja, wir machen das.
Yes! Es hat funktioniert, wir haben Geld bekommen. Ey, einer der seltenen Momente, dass ich mal Geld bekomme in diesem Spiel. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von einem mächtigen Held der Bauernschaft gehört, der die Herzen des einfachen Volkes durch unglaubliche Taten und unvergleichliche Tapferkeit gewonnen hat. Dieser Held, der auf den Namen Faramarz hört, hat das niedere Volk vor den sindischen Räubern verteidigt und ist nun den ganzen Weg nach Bagdad gereist, um eine Audienz bei mir zu erhalten. Es besteht kein Zweifel daran, dass Faramarz ein großer Held ist. Doch besteht mein Hof darauf, dass ich meine Gemeinen nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Okay, ich kann ihm einfach ein bisschen Geld geben, was ich gerade eben schon bekommen habe. Das fände er aber doof. Okay. Ein wahrer Held verdient es, eine Fähigkeit, also eine Position, die seiner Fähigkeiten würdig ist. Ich könnte ihm eine Grafschaft geben. Nee, das wäre totaler Quatsch. Also ich kann auch keinen Gemeinen seinen Grafen geben. Er soll als der Held geehrt werden, der er ist. 500 Dukaten. Ehrte den Helden der Grenze. Und er wäre dann der Beherzte. Samwise der Beherzte. Nein, Entschuldigung, Faramarz der Beherzte. Oder aber ihr seid ein unverschämter Bauer, nichts weiter. Na, nee, das machen wir nicht. Niswa. Ihr gewährt Faramarz eine Grafschaft, die derzeit von Marsoban Hanashio von Niswa gehalten wird. Das könnte ich glatt machen. Dann ist der nur noch Baron. Kann ich aber mitleben. Ja, er bekommt diese Position. So, jetzt ist er. Jetzt hat er nur noch Ansprüche und sonst nichts mehr. Okay, war jetzt nicht gerade die netteste Art und Weise, aber wir haben es einfach mal geruled. Mein Vasall Satrap Kutlu nähert sich mir mit genau aufpassen. Was? Sich mir genau aufpassen, wie er es oft tut. Mein Fürst, ich habe eine brillante Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Jahrmarkt oder sogar ein großes Fest für das einfache Volk ausrichten, damit es einen der verschiedenen Kulturen unseres schönen Reiches ausgesetzt ist. Kutlu erläutert die Idee weiter, bis er begreift, dass er gefährlich nah dran ist, zu übertreiben. Es wird Geld kosten, doch ich bin mir sicher, dass es dabei helfen wird, ein engeres Band zwischen den Leuten zu schaffen. 500 Gold möchte ich jetzt aber gerade eben nicht ausgeben für die Kulturakzeptanz. Wir könnten einen kleinen Markt in Bagdad ausrichten. Oder veraltet ein Spektakel im kimekischen Lande, um ihnen die mörpische Größe zu zeigen. Ja, das machen wir. Wir machen das jetzt. Wer ist der Satrap Kutlu eigentlich? Ach, der. Der ist das. Ja, wir machen was Kleines. So, das war's. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Ich mache es hier nicht nach was Großes oder sowas in der Art und Weise, was am Ende sowieso niemandem wirklich weiterhilft. Obschon mein Halbbruder Shasara Manushir daraus, Entschuldigung, durchaus das ein oder andere über Handelsrouten weiß, ist Banebshen Puppadevi der Ansicht, dass er seinen Horizont erweitern sollte. Also unsere Frau möchte das. Ich würde ein paar neue Folianten erwerben, einige Ausgaben vorbereiten und ihn ein wenig unterrichten. Welches Fachgebiet würde Manuschir denn wohl am meisten nutzen? Er ist halt einfach nur ein Vasall von mir und sonst nicht viel. Wirtschaft? Nee. Also ich kann ihm jetzt hier Diplomatie beibringen. Theologie würde ihm Bildung. Ja, dann gebe ich ihm Diplomatie. Ich biete eurem Ratskanzler Satrap Verhängen bereits einige Wochen Obdach und er hat mir wirklich dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, meint hier Satrap Abimalek, der Zweite. Ja, das ist gut, der findet uns jetzt sogar noch besser durch die Aktivitäten unseres ja, Ratsmitglieds. Moment, hier wird immer noch gebaut. Kann ich hier jetzt endlich mal verbessern? Ja, Halleluja. Ich kann jetzt hier aus diesem Ding hier, das ist noch eine Motte,
Kann ich jetzt eine Burg machen. So. Dann verbessern wir jetzt hier schon mal das Erste. Die Dinger will ich jetzt natürlich alle so nach und nach hochziehen, logischerweise. Wir haben auch jetzt hier demnächst die Religion konvertiert. Finde ich auch gut. Und wir haben bereits auch hier schon das Schatum von Bagdad. Ich muss halt auch noch das Königreich Mesopotamien mir irgendwann mal holen. Dann bekommen wir sogar noch ein bisschen mehr Gebiete, als wir brauchen. Also, ihr seht schon, ne, das könnten wir uns dann auch noch holen. Wäre für mich aber völlig in Ordnung. Euer Sohn Shapur kann einem Vormund zugewiesen werden. Der Bub interessiert sich für Bildung und für Wirtschaft. Daddy ist in beidem ein probater Typ. Dann. Ich habe leider einfach nicht das Geld für eine Universität. Mann, wie geil es wäre, eine Universität zu haben. Oh, wir haben übrigens noch ein Event. Wer ist das denn? Oh, unsere Tochter hat ein Anliegen. Die Shadocht Farwa. Meine Tochter Farwa sitzt zum dritten Mal in diesem Monat auf dem Boden, umgeben von verschütteter Farbe und Leinwandresten. Meine Höflinge sind bereits der Meinung, dass sie ein künstlerisches Genie ist, doch die Dienerschaft beschwert sich über das Schrubben der Böden, die als Folge ihrer Inspiration voller Farbe sind. Wir können sagen, das muss aufhören, Mädel. Oder wir versuchen mal, ihr künstlerisches Talent zu fördern. Sie darf weitermachen, aber dann halt professioneller. So, das hier können wir übrigens auch verbessern. Wir machen direkt hier mal weiter für noch mehr Einkommen. Und hier sind wir jetzt auch vollständig. Okay, das heißt also, wir müssen diese Burg eigentlich jetzt hier als nächstes nur aufwerten. Also von der Motte auf die nächste Stufe. Aha, da macht einer seine Aufwartung hier. Es ist Satrap Vlur, der Friedliche. Sehr friedlich, der Mann. Okay. Ich warte geduldig auf meinem Thron auf die Ankunft von Satrap Vlur, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten heranschaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen. Auf mein Geheiß hin erhebt sich Satrap schließlich. Ich bringe meine Zuversicht zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Vlur, auf die Ländereien, über die er herrscht, meiner Stadt zu herrschen. Gut, noch mehr Bekanntheit und wieder ein bisschen mehr Geld. I like it. Also tatsächlich, wisst ihr, der Typ hat einfach Kriegsführung als seinen höchsten Wert und er wird der Friedliche genannt. Darf ich hoffentlich drollig finden. Okay, Schwerpunkt, Druckmittel, Steuern eintreiben, Gebäudebaukosten. Ich mache erstmal, glaube ich, die Gebäude. Ne, warte mal, ich mache Heeregeld. Ich will noch mehr Einkommen generieren. Ja, goldene Pflichten sind es hier möglich. Es gibt leider. Oh doch, ich kann. Charakter. Ja, die haben einfach nicht die Kohle. Okay, hat sich erledigt. Gibt nicht genügend Leute mit Druckmitteln hier irgendwie, die für uns hier von Belang wären. So. Es gibt einen Komplott bei Hofe. Und zwar möchte jemand meine Konkubine Shirin ermorden. Warum habe ich das Gefühl, dass es eventuell eine meiner anderen Frauen sein könnte? Aber immerhin ist dieses Dingens aufgeflogen. Das ist ja schon mal was wert. Wie sieht es aus mit der Steuerzuständigkeit? Da ist auch noch alles in Ordnung. Ja, da ist alles in Ordnung. Kann ich eventuell bei Hofe mit den Höflingen noch was machen? Ich habe keinen Hofarzt? Wait, what? Das ist nicht gut. Wir suchen einen Arzt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Arzt. Um Gottes Willen, warum habe ich denn keinen Arzt? Okay, mal schauen. Was ist ein guter Hofarzt? Die Nasilla ist angeblich eine richtig gute. Ja, die ist eine Kräuterkundlerin mit Ahnung. Ja, die ist, das ist die beste, die nehmen wir. Die ist 300 Dukaten auch definitiv wert. Sie ist aber leider liederlich. Sie verbringt so viel Zeit im Freudenhaus, dass es zu ihrem zweiten Zuhause geworden ist. Jetzt sieh aber zu, dass du dir nicht die Syphilis hier anschleppst, meine Liebe. Das können wir echt nicht brauchen. Nee, das brauchen wir definitiv nicht. Aber jetzt haben wir immerhin hier schon mal eine Ärztin. Was haben wir noch potenziell? Ein Erzeugwart. Wir könnten auch einen Erzeugwart gebrauchen.
Ach, sie wäre auch ein guter Zeugwart, ja, dann machst jetzt beide Jobs. Hoftutor. Die Kinder sollen ja auch was werden. Hier eine vernünftige Memme. Okay. Ich nehme die auf jeden Fall. Die hat auch gute Werte an der Stelle. Ein Vorkoster brauche ich hoffentlich nicht. Hofbaumeister. Der Hofbaumeister kann die Bauzeit halt reduzieren. Das fände ich eigentlich auch ganz cool, wenn das hier mal alles schneller gebaut würde. Vorkoster, Stallmeister, Erzjägermeister, Groß, Almosenier, Seneschall, Kontrollzuwachs. Nee, das brauchen wir nicht. Mundschenk, Hofnarr. Ich will jetzt hier gerade eben keinen Hofnarr nennen. Wobei, Hofnarren können ganz witzig sein. Die sind halt alle nur durchschnittlich geeignet, ne? Leibwächter. Puh, nee. Wir haben keine Leibwächter zur Auswahl. Ein persönlicher Streiter. Hofdichter und so weiter haben wir halt auch nicht. Hofgenies haben wir auch nicht. Ich hätte gerne Hofgenies, aber ich darf keine haben. Was mache ich eigentlich mit diesen Leuten jetzt hier, die noch eingeknastet sind? Der ist ein religiöser Fanatiker. Der wird niemals freiwillig rausgehen. Der ist vishnuitisch. Puh. Es wäre halt auch ein guter Ritter für uns, ne? Ich diskutiere mal mit ihm seine Freilassung. Freilassung verhandeln. Ich verlange seine Bekehrung, Rekrutierung. Oh, und ich könnte ihn als Henker beschäftigen. Und noch ein schwaches Drucken, die brauchen wir nicht. Also, das machen wir mal. Damit habe ich jetzt offiziell einen Henker. Ich habe keine andere Wahl, als eure Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Na doch, du hättest drin bleiben können. Er hätte drin bleiben können. Okay, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall als Henker hier. Diesen starken Mann hier. Was ist mit dem da? Der mag uns genügen. Also ich lasse ihn auch mal raus. Aber rekrutieren werde ich ihn nicht. Ich mache einfach mal ein schwaches Druckmittel. So, der schuldet uns jetzt hier ein bisschen was. Ich werde mal gucken, dass hier der Knast geleert wird, ne? Was ist mit dem? Der ist richtig gut in Sachen Wirtschaft. Ich rekrutiere ihn mal. Vielleicht kann man den noch brauchen. Der hier könnte sogar. Oh, der ist sogar ein Schwertmeister. Wenn wir es schaffen, dass er rekrutiert. Bekehrt. Ja, das ist ideal. Und schon haben wir jemanden, der konvertiert ist und einer unserer Streiter geworden ist. Ja, und der Rest von den beiden sind religiöse Fanatiker. Die lassen wir nicht raus. Ah, endlich! Wir haben die adelige Adoption gefördert. Jetzt geht's hier ein bisschen rund. So, und der hat übrigens jetzt hier auch schon einen Haufen Geld. Die Kohle kann ich ihm direkt jetzt hier abziehen. Sehr gut. Unserem. Uns. Ne, der ist einfach nur ein Answar. Stimmt. Ach, wie cool. Keine Vormunde für Kinder. Moment, Moment, Moment. Unsere Töchter hier haben. Oh, die interessiert sich fürs Raufen oder fürs Ränkespiel. In diesem Fall eher sogar noch fürs Ränkespiel. Dann darf die hier direkt vom Hoftutor unterrichtet werden. Und die andere Tochter. Die ist sogar recht schlau und die interessiert sich für Kriegsführung und so weiter und so fort. Aber auch für Ränkespiel. Nee, komm, dann machen wir beides. Beide dürfen Ränkespiel jetzt hier lernen. So, wunderbar. Ich kann. Was? An meinen Lehnsherren. Ihr habt etwas, was mir gehören sollte. Stellt euch mir in einem Duell darum, auf das der Sieger das Recht hat, es zu besitzen. Und um was geht's? Was soll er haben? Was will er haben? Ein Zweikampf, der nicht bis zum Tode geht, beginnt sofort. Hä? Ich habe 18, er hat 10. Er ist ein Vasall von mir aus meiner Dynastie.
Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich war es definitiv. Ich könnte auch einfach ablehnen. Ich würde einfach ablehnen, ganz im Ernst. Warum sollte ich... Oh, ich habe versehentlich angenommen. Oh Gott. Okay, dann kämpfe ich. Ich dachte, ich hätte abgelehnt. Egal. Ein Zweikampf in Marsoban Nart. Marsoban Na also nicht in, sondern gegen. Marsoban Nart und ich schleichen umeinander, wobei jeder seine Möglichkeit abwägt. Er hält sein furchteinflößendes Schwert. Es ist eigentlich eher ein Säbel, während ich meinen eigenen Speer fest in der Hand halte. Die tödliche Waffe fühlt sich kühl und schwer in meinem Griff an. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beunruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Hohe Verletzungsrisiko und hohe Erfolgswahrscheinlichkeit kostet den Zorn von Varajam. Wir sind ein besserer Kämpfer. Ich werde es tatsächlich versuchen, ihn direkt zu attackieren. Kostet den Zorn! Mit meinem Speer in der Hand erziele ich schnelle Stöße gegen Nard und lasse ihm keinen Zweifel zwischen den Schlägen zu verschnaufen. Entschuldigung, keine Zeit. Ich bin heute mal wieder nicht fähig zu lesen. Ich weiß nicht warum, tut mir leid, Leute. Nard versucht zögernd einen schnellen Stoß in meine Richtung zu landen. Doch der Angriff lässt sich mit Leichtigkeit abwehren. Meine Form ist ordentlich, auch wenn sie einige Schwächen hat. Und die Haltung von Nard ist in der Auflösung begriffen, jetzt schon. Ich habe meinen Gegenüber in die Bredouille gebracht und muss meinen Sieg aber nur noch gut vorbereiten. Sehe ich eigentlich jetzt hier gerade eben noch mal sein Kampfgeschick oder meins? Nee, es gibt noch keine Modifikatoren. Bessere Menschen als ihr sind dabei gestorben, als sie meine Abwehr durchbrechen wollten, könnte ich sagen. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich mache Angriff, Riposte. Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, mittlerer Anstieg für die Verletzungsgefahr. Oder ich mache was mit Bildung. Wird doch genauso klappen wie in den Legenden, oder? Hoher Anstieg eurer Erfolgswahrscheinlichkeit. Okay, das machen wir tatsächlich. Legendäre Technik. Ihr versucht ein berühmtes Manöver aus eurem Lieblingsbuch nachzuahmen. Okay. Hat wohl nicht so gut geklappt. Ich tue mein Bestes, mir die Legenden der alten Helden ins Gedächtnis zu rufen, versuche meinen Speer nach ihrem Vorbild einzulegen. Es reicht zumindest für einen soliden Schlag gegen meinen überraschten Gegenüber. Unerwarteterweise gelingt es Nard, einen hinterhältigen Tritt gegen mein Schienbein auszuführen, was mich kurzzeitig zum Humpeln zwingt. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf und die Haltung von Nard ist in der Auflösung begriffen. Ja, kein Wunder, er kann mir nur noch gegen Schienbein treten. Ich kann nicht weiter, als meine einzig gut platzierte Attacke ist nur noch von einem Sieg entfernt. Also unser Sieg ist nur noch von einer einzigen Attacke entfernt. So rum. Entschuldigung. Ich werde euch zeigen, wie man mit einem Speer umgeht. Mein Speer wirbelt wie fließendes Wasser um Nard herum und jeder Schlag verkettet sich mit dem nächsten, was zu einer Reihe von perfekt abgepassten Angriffen führt. Ihr seid eine Schande für das Haus Barbadid, schreit mein Gegenüber, während er wütend mit seinem Schwert in meine Richtung wirbelt. Meine Form ist ausgezeichnet und lässt nur wenige Fehler zu, und die Haltung von Nacht ist eine Katastrophe. Ja, das würde ich auch mal sagen, alleine wegen dieser Aussage. Mein Gegenüber ist ob meiner Attacken ins Wanken geraten und ob mein Sieg derart nah ist, dass ich ihn schon riechen kann. Jetzt möchte ich das mit der Legende nochmal versuchen. Wir haben gewonnen. Mein Gegenüber zu besiegen ist so einfach wie das Nacherzählen einer Geschichte. Nard stürzt sich mit schlaff hängendem Schwert unverschämt auf mich und versucht offensichtlich, mir einen kräftigen Kopfstoß zu verpassen. Ohne lange zu überlegen, ramme ich meine Knie in seinen Bauch, woraufhin mein Gegenüber gekrümmt zu Boden geht. Zu seiner Ehre landet Nard allerdings besser als erwartet und versucht bereits, sich wieder aufzurichten, bis ich um ihn herumgefahren bin. Ein paar Tritte und mein Speer, der gegen seine Wirbelsäule drückt, überzeugen ihn jedoch davon, stillzuhalten und aufzugeben. Wir sind siegreich. Heieieiei. Ah, es ging um einen brillanten Edelstein. Ja gut,
Den besitze ich ja sogar noch. Wo ist er denn? Ich will das Artefakt nicht vernichten. Ne, wir reparieren es jetzt gerade eben mal. Ich gucke mal gerade eben, dass die Sachen jetzt hier nicht kaputt gehen. Ne? Auch hier diese komische Bärentatze. Oder was auch immer das sein soll. Ich habe noch ein Schmuckstück aus Ton übrigens. Das ist irgendeinem Grund noch hier ist, sondern das reparieren wir auch kaum. Auf Gott, ist das teuer, dieses Zeug zu reparieren. Ist ja der Albtraum. 150! Das ist doch nie 150 wert. Meine Güte. Das ist doch nie so viel wert. Also die Verhältnisse sind teilweise schon manchmal ein bisschen absurd, kann das sein? So. Wie viel brauchen wir noch? Oh, der Burgbau geht übrigens sehr, sehr schnell vonstatten. Das finde ich gut. Wir warten jetzt darauf, dass wir jetzt hier die 440 haben, dann werden wir das hier auch noch ausbauen. Als sich Farwa nochmal versteckt. Meine Tochter Farwa kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Jasmin sie tyrannisiert. Sie versteckt sich überall in der Burg, um den anderen Kind aus dem Weg zu gehen. Also, unsere Kinder mobben sich gegenseitig. Feige will ich nicht, dass sie wird. Dann soll sie lieber eigenwillig werden, weil faul ist auch doof. Ein Tyrann verdient jede Strafe, die man sich vorstellen kann. Ja, dann wird sie jetzt halt ein bisschen eigenwillig, leider nicht gerecht werden, befürchte ich an der Stelle. Aber besser, als dass sie feige wird. Oh, die Bildung von dem kleinen Bub hier, von unserem Sohn, hat sich hier verbessert. Das ist cool. Der könnte potenziell schlau werden. Hat der eigentlich schon einen. Nee, der hat noch keinen Vormund. Also, Kind unterrichten. Gibt es jemanden, der sehr, sehr schlau ist hier? Unser Erzeugwart kann diesem Kind hier noch was beibringen. Ja. Vorschlag abschicken. Und ich stelle gerade eben fest, dass sie auf jeden Fall noch bekehrt werden sollte. Nicht, dass die irgendwelche komischen, wüstgläubigen Sachen macht. Und wir haben den Kriegssattel entdeckt. Da ist es passiert. Also, ab jetzt haben wir gepanzerte Reiterei theoretisch. Ja, aber wir haben ja schon gepanzerte Einheiten. Also anderartige. Aber wir haben welche. Sehen wir es mal von der Seite. Eine Jagdeinladung. 49 Tage von hier. Durch ihn. Gott, was. Hat da sich ein König gebildet? Tatsache, da hat sich ein König gebildet. Holla die Waldfee, der ist König geworden. Der könnte irgendwann mal mit seiner Sippe ein Problem werden. Und er ist inzüchtig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und hier auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, es hat begonnen. Es hat begonnen. Da ist die Inzucht schon vollwertig anwesend. Ja, wir haben ja alle gewusst, worauf wir uns hier einlassen, ne? Also, die Inzucht ist coming. Oh mein Gott, Leute. So, und das hier müssen wir auch noch ausbauen. Wir haben noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Will ich Wälle und Türme machen? Wir haben einen Speerträger. Oh, meinen Sohn und Erbe Bisutun soll ermordet werden. Aber warum? Ich finde das nicht gut, dass sie den schon wieder umbringen wollen. Mein Ratskanzler ist sehr tot. Da nehme ich mal hier Satrap Eshan in diese Position rein. Es gäbe halt deutlich bessere Typen, ne? Viel Geld macht er? Mal schauen. Oh, die aramäische Sprache wurde unserem Kind beigebracht. Das ging aber überraschend schnell. So, ich wollte gerade nur mal gucken. Also, wie gesagt, Speerkämpfer wollte ich ja hier noch verbessern. Kasernen? Nein. Milizlager? Nein. Grobschmied, vielleicht Handelshafen würde hier auch gehen. Nee. Ich will eigentlich die Speerkämpfer hier verbessern. Da kann ich bis jetzt nur das Übungslager bis jetzt machen. Ich könnte nur das Übungslager machen. Alles andere geht nicht.
Ja, doch, die Kaserne würde gehen, aber ich finde halt auch die Zähigkeit eigentlich ganz, ganz gut. Und Übungslager ist an und für sich ein ziemlich gutes Gebäude. Ja. Außerdem könnte man hier irgendwann mal nochmal ein Prachtturnier machen. Und Träger des Besitztums reduziert nochmal die Kosten für seine Truppen. Eine wichtige Gelegenheit. Die machen wir noch. Ich schlendere mit meinem Ratsverwalter durch die Straßen von Bagdad und suche nach Möglichkeiten, die etwas leere Schatzkammer aufzubessern. Als wir die Wiegehallen des Marktes erreichen, beginnt Istvandat mit gedämpfter Stimme zu sprechen. Wir können im Geheimen mehr Einnahmen bekommen, wenn wir etwas einfallsreicher mit Steuern auf die hier gebrachten Waren werden. Ich kann einen anderen Satz von Wiegesteinen arrangieren, mit leicht verändertem Gewicht. Doch sie werden gleich aussehen. Dann werden uns die Händler für dieselbe Ware mehr bezahlen. Niemand wird Verdacht schöpfen. Wenn ihr wollt, können wir diese Gewichte ändern und zusehen, wie das Geld in eure Kassen fließt. Das ist aber echt mies, ey. Das ist eine Ränkespiel-Herausforderung. Und das würde halt auch die Entwicklung beschädigen. Ich werde wirklich bessere Gewichte benötigen, könnte ich sagen. Im Zweifelsfall bekomme ich Lebenswandelerfahrung. Wir machen das da. Das ist so oder so für uns gut. Wir bekommen auf jeden Fall etwas, was wir wollen. Ja, 50, aber es ist besser als nichts. So, und jetzt bauen wir noch das Übungslager rein. So Leute, dann bedanke ich mich ja bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das nächste Kind hat die aramäische Sprache gelernt. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ne? Unser Fokus ist jetzt hier gerade eben stark auf den Ausbau unserer Heimstadt, unserer neuen Bagdad. Und natürlich auch diverseste Konvertierungen, die wir noch durchführen wollen. Wo ich gerade eben noch sehe, ne? Da kann noch einiges hier konvertiert werden. Und ja, also es hat schon begonnen. Es gibt schon den ersten König unter uns. Wahrscheinlich wird es bald noch weitere geben. Es ist schon mal interessant, dass der hier sich so viel Land jetzt hier unter den Nagel gerissen hat. Ich ahne, dass das noch zu einem Problem werden könnte. Wir können sehr gespannt sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.